Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Mousecycler. In dieser Folge geht es darum, einen Tank zu lackieren. Aber das wäre nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist, eine vernünftige Linierung auf die Seitenbacken hinzubekommen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich habe schon einige ausprobiert in zurückliegenden Projekten. Ich habe es einmal vom Profi machen lassen. Ich habe Dekorstreifen benutzt. Ich habe fertige Sets benutzt. Hat alles Vor- und Nachteile. Und habe aber in diesem Video vor, etwas Neues auszuprobieren. Ich wollte es mit Farbe, mit einer Linierfarbe ausprobieren, aber da ich kein Profi bin und dieses Gerät hier tatsächlich nicht wirklich so gut bedienen kann, dass ich eine professionelle Linierung hinbekomme, habe ich mir etwas überlegt, womit es vielleicht funktioniert. Schauen wir mal. Ja, die einfachste Möglichkeit, diese Linierung hier nachzubauen, ist ein Dekorband zu nehmen. Ich habe mich hier für eine Breite von 5 mm entschieden. Habe ich, wie vorhin schon erwähnt, auch in einigen Projekten schon so umgesetzt. Relativ einfach. Wird einfach hier drauf geklebt, nachgezogen und relativ schnell hat man hier ein Ergebnis. Jetzt kommt aber schon der Bereich, wo es schwierig wird, nämlich die Biegung. Ich mache es jetzt einfach hier mal ganz schnell, aber man sieht schon, da wölbt sich das Material schon auf, funktioniert nicht richtig, komme nicht richtig rum. Und hier habe ich schon die ersten unschönen Stellen. Die kann ich jetzt hier zwar noch ein bisschen wegdrücken, aber das Material wird immer wieder hochkommen. Ich habe dann auch versucht, das Ganze mit einem Heißluftföhn zu machen, beziehungsweise mit einem normalen Föhn, nicht mit einem Heißluftföhn, weil dann geht das Material sofort kaputt, aber auch mit einem normalen Föhn. Das Material wird dann kurz weich. Ich kann dann auch die Biegung relativ gut ziehen. Aber spätestens, wenn dieses Dekorband wieder kalt wird, geht es zurück in die Ursprungsform. Und ja, man hat hier wieder diese unschönen Stellen. Man kann hingehen und mit einem Rasiermesser hier diese Stellen dann so ein bisschen einschneiden und dann wieder andrücken. Aber letztlich, gerade hier in diesem Bereich, das ist der schwierigste, kommt das Material immer wieder hoch. Das nächste Problem ist, ich habe natürlich hier einen Anfang. Und gleich, wenn ich hier rumgekommen bin, habe ich auch wieder ein Ende. Und diese Stoßstellen sind auch immer zu sehen. Ich habe immer geguckt, dass ich die hier unten in dem Bereich habe. Da fällt es nicht ganz so auf. Bin auch mal hingegangen und habe mit dem weißen Edding dann noch diesen letzten Bereich nochmal übermalt. Wenn man nicht ganz genau hinguckt, sieht man es auch nicht. Aber es ist nicht die perfekte Lösung. Ich zeige euch jetzt gleich einen Tank, den ich vor kurzem gemacht habe an einer Prima 5S. Und da seht ihr dann auch das Ergebnis nach ein paar Tagen, wo sich eben das Material wieder verändert und einfach unschöne Stellen dann zum Vorschein kommen. An dem Mofa-Tank seht ihr das Problem des Dekorstreifens. Denn wenn ich hier die Rundung klebe und das Material hier auf Spannung kommt, entstehen diese unschönen Auswölbungen am Dekorstreifen hier unten. Natürlich habe ich auch diesen Übergang Anfang und Ende, auch nicht schön. Hier unten sieht man auch nochmal, da geht das Material auch hoch. Also von Weitem, das ist okay. Aber gehe ich näher dran, ist das Ergebnis suboptimal. Bei älteren Tanks sehen die Linierungen häufig so aus, auch sehr unschön, immer wieder unterbrochen durch die Reinigung, Polieren, aber auch durch Witterungseinflüsse wird die Farbe immer schlechter, blättert ab und verliert irgendwann völlig die Haftung und an einigen Stellen sieht man es ja auch schon, ist die Linierung praktisch weg. Eine andere Möglichkeit ist, sich diesen Dekorstreifen als fertiges Set zu bestellen. Gibt es bei eBay unter anderem. Habe ich auch schon ausprobiert. Die Problematik da ist aber, dass ihr den Aufkleber hier gar nicht vernünftig drauf bekommt. Gerade wenn ihr hier an den Rundungen anfangt und diesen Aufkleber dann hier vernünftig verkleben wollt, fängt es an, Wellen zu schlagen. Ist auch relativ schwierig, den Aufkleber, weil er im Ganzen ist,
so auf die Seitenbacke zu bekommen, dass er tatsächlich in jedem Bereich vernünftig sitzt. Irgendwo ist zu wenig oder zu viel dann noch zu sehen. Ich habe damit nie ein vernünftiges Ergebnis erzielen können. Ja, dann bin ich hingegangen und habe mir gedacht, warum nicht mal wieder Profi arbeiten? Habe mir so einen Linierpinsel gekauft, habe mir Linierfarbe bestellt. Ich kriege hierfür kein Geld. Ich habe im Internet danach gesucht und bin auf den Anbieter gestoßen, habe mir einfach mal diese Farbe geholt, habe dann einen Schnellschuss gemacht, habe einfach drauf losgemalt, musste aber relativ schnell feststellen, dass das nichts wird. Ich habe überhaupt gar keine vernünftigen Linien hinbekommen. Wenn ich den Pinsel jetzt hier sehe, also ihr seht schon, wenn ich den ansetze, der wird total breit. Ich habe dann versucht, also ist übrigens nicht der Pinsel, mit dem ich es probiert habe, ich habe mir dann nochmal einen anderen geholt, aber es hat einfach nicht funktioniert. Die Linien hier, die wurden dann breit und die wurden auch nicht richtig ausgefüllt. Also nicht umsonst ist das ein Handwerk, was ja lange, lange Zeit braucht, bis man es wirklich vernünftig beherrscht. Ich bin dann hingegangen und habe einen Tank bei einem Herzensprojekt dann tatsächlich abgegeben zum Profi. Aber der nimmt 80 Euro für ja, diese Linierung der beiden Backen. Und ja, das kann man mal machen bei einem Projekt, wo man viel Herzblut reinsteckt. Aber jetzt bei, ja, ich sag mal, normalen Instandsetzungen oder bei einer normalen Lackierung von einem Tank ist mir das einfach zu viel Geld, weil es am Ende ja, die Projektkosten einfach zu sehr nach oben treibt. So, ich habe mir jetzt einfach mal hier einen Tank genommen, an dem ich so ein bisschen ausprobieren möchte. Meine Idee ist in dem Fall, dass ich den Bereich, den ich linieren möchte, abklebe. Ich werde also hingehen und werde zunächst ein Klebeband auf den oberen Bereich setzen und den Bereich hier abkleben. Und dann werde ich im inneren Bereich ein Linierband verkleben, sodass dann praktisch nur noch der Bereich frei bleibt, den ich dann mit der Linierfarbe bemalen will. Dann habe ich nicht das Problem, dass ich wackelig werde oder ja, nicht die Rundungen vernünftig hinkriege, weil da muss man auch tatsächlich in einem schön durchziehen. Das kriege ich nicht hin, aber ich habe mir gedacht, wenn ich es abklebe, kann ich auch einfach wieder nochmal drüber malen und so vielleicht eine vernünftige Linierung hinbekommen. Ich würde an dem Objekt jetzt erstmal üben und mal sehen, ob es überhaupt klappt. Ja, dann werde ich mir jetzt zuerst mal eine Mischung machen. Ich hoffe mal, die Farbe ist noch gut. Ich habe die jetzt relativ lange so stehen gehabt. Aber ja, ich rühre die mal eben ein bisschen um. So, gut aus. Ja, ich glaube, die Farbe, die ist noch okay. Ganz so alt ist er auch nicht. Dazu habe ich mir noch Verdünnung bestellt, um das Ganze noch ein bisschen ja, geschmeidiger zu machen. Jetzt gehe ich erstmal hin und versuche mir hier so eine vernünftige Mischung mal zu machen. Weiß ehrlicherweise auch gar nicht. Also es scheint mir hier schon relativ dünn zu sein. Tja, also da vielleicht mal an die Profis, die jetzt wahrscheinlich schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen werden und sagen, mein Gott, was macht denn der da? Ja, ich probiere es einfach aus, ne? Also ich bin kein Profi, ich bin noch nicht mal Amateur. Ich mache es jetzt tatsächlich so zum ersten Mal. Außer meinen Schnellversuch, den ich ganz am Anfang mal gemacht habe. Ja, also ich würde tatsächlich jetzt mal die Verdünnung weglassen und würde einfach jetzt ja, mit diesem Substrat arbeiten. Genau. Ja, meine Hände sehen auch schon gut aus. Werde jetzt erstmal den Bereich, auch wenn es nur ein Test ist, aber ein bisschen säubern. Jetzt mal hier unten machen. Gehe jetzt hin und klebe erstmal den unteren Bereich provisorisch ab. So, oh, das hält ja schon mal super. Ach so, ja, vielleicht hätte ich auch den Bereich, wo ich das draufkleben will, mal säubern sollen.
So, hier geht es jetzt auch gar nicht darum, ob ich die Linie jetzt perfekt getroffen habe, sondern einfach nur darum, ja, wie das Ergebnis in dem kleinen Bereich hier aussehen könnte. Ja, jetzt gehe ich mal hin. Was kann ich das hier? Ist auch ein Pinsel. Oh, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Der Pinsel hier war bei einem Lackstift dabei. Würde ich jetzt erstmal ausprobieren. In dem Bereich. Jetzt ist es natürlich relativ dick. Okay. Dann nochmal ein weiterer Test mit einem normalen Pinsel. Den ich hier habe. So. Ja. Ich sehe hier schon, das ist definitiv zu viel. Aber ich lasse es erstmal einfach so. Okay. Ja, das darf natürlich nachher nicht passieren. Okay. So. Ich würde sagen, für den Test reicht es erstmal. Fahren wir nochmal mit der Kamera dran. Ganze sieht jetzt so aus. Also hier sicherlich zu viel Farbe, sehe ich jetzt schon. Wahrscheinlich, wenn ich es hier nachher abziehe, wird es unschön. Aber hier sieht es erstmal gar nicht so schlecht aus. Ja, ich lasse die Farbe jetzt trocknen und wir sehen uns wieder, wenn ich das Linierband wieder abziehe. Bin gespannt. Übrigens bitte nicht die Frage stellen, warum ich die Farbe hier reingeschüttet habe. Ich weiß es spätestens jetzt auch nicht mehr, weil ich jetzt so einfach aus dem kleinen Töpfchen nehmen kann. Aber naja gut, jetzt habe ich es gemacht. So, die Farbe ist zwar noch nicht hundertprozentig trocken, also ja, wenn man drauf fasst, ist sie noch leicht feucht. Aber ich würde den Dekorstreifen lieber jetzt schon abziehen, bevor die Farbe richtig durchgetrocknet ist. Wir haben jetzt 12 Stunden später ungefähr, ne, 16 Stunden später. Mal schauen, ich ziehe es jetzt mal vorsichtig ab. Mal gucken, wie es sich ergibt. Ah, okay, da sehe ich schon. Da ist ein bisschen. Ah, ja. Okay. Ja, hier sehe ich schon, da wo ich es zu dick aufgetragen habe, sieht man schon leichte Farbläufer. Mal gucken, wie es jetzt hier aussieht, im unteren Bereich. Und da sieht es besser aus. Okay. Wenn sich jetzt mal den Bereich anguckt, sieht es ganz gut aus. Ein ganz leichter Ausriss da oben. Aber jetzt aus einer Entfernung, sagen wir mal von hier, schon kaum zu erkennen. Also das Ergebnis finde ich jetzt erstmal gut. Der Farbauftrag ist gut. Die Linie ist schön gerade. Also gefällt mir vom Ergebnis her erstmal gut. Ich habe jetzt überlegt, ich klebe mal hier eine Rundung und schau mal, wie es dann in der Rundung aussieht, wenn ich die gleiche Technik da anwende. So, ich habe jetzt hier also mal einen kleinen Bereich dieser Rundung abgeklebt. Schwierig ist tatsächlich hier einen gleichen Abstand hinzubekommen. Also den Bogen genauso mit diesem Klebestreifen zu kleben, wie dann auch mit dem. Aber gut, da muss man sich halt Zeit für nehmen. Passt jetzt erstmal so halbwegs. Ich gebe jetzt hier nochmal die Farbe auf. Lass es nochmal trocknen. Habe jetzt hier auch ein richtiges Lackierklebeband genommen und nicht dieses Dekorband von gerade. Ich glaube, da wird auch nochmal ein anderes Ergebnis kommen, dass die Kanten hier viel schärfer abgeklebt sind. Mal schauen. So, die Farbe ist getrocknet und jetzt schauen wir mal nach dem Ergebnis. Also, ich bin begeistert. Das ist definitiv ein richtig gutes Ergebnis. Jetzt mit dem Abklebestreifen wesentlich besser. Die Kanten noch mal viel präziser. Die Rundung auch von nahem aus der Entfernung
Sieht richtig gut aus. Ja, da würde ich sagen, gehe ich genauso bei dem Tank vor, den wir, beziehungsweise ich, gerade ja lackiert habe. So, nachdem ich nun beide Backen abgeklebt habe, den Tankstutzen abgeklebt habe und auch den Benzinhahn, habe ich jetzt die Flächen vorbereitet. Ich habe alles entfettet mit Silikonentferner. Bei Tanks, die vorher nicht lackiert waren, beziehungsweise an den Seiten hier auch noch relativ blanke Chromflächen sind, mache ich den ersten Lack immer mit einem 1K-Haftpromoter, in dem Fall hier von Mipa. Bekomme da kein Geld für, aber hiermit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Denn anfangs die ersten Tanks habe ich ohne so einen Haftpromoter gemacht. Und da sind mir dann tatsächlich in diesen Bereichen hier ist mir der Lack abgegangen. Und das war sehr ärgerlich, weil es erst passiert ist, nachdem der Klarlack drauf war. Genau, ich gehe jetzt also hin und ziehe die erste Schicht über den zu lackierenden Teil des Tanks. Jetzt sieht man relativ deutlich, wie matt die Chromfläche geworden ist. Die erste Schichtgrundierung mache ich immer mit einem Dickschichtfüller, um leichtere Unebenheiten nochmal auszugleichen. Hier in dem Fall Autofill 1K in Grau. Thank you.
So, die Farbe ist aufgetragen. Ich habe es versucht, so dünn wie möglich, aber so dick wie nötig aufzutragen, damit eben alles schön deckend ist, aber auch nicht zu viel, damit es nicht verläuft. Ja, jetzt lasse ich den ganzen Spaß mal trocknen und bin gespannt, wenn ich das Band wieder abziehe, wie es aussieht. Ich hoffe, ein ähnliches Ergebnis wie bei dem Testtank. Mal schauen. So, es ist soweit. Hab's jetzt gut 24 Stunden trocknen lassen und werde jetzt mal das Linierband abziehen. Ja, ich habe jetzt hier tatsächlich kleinere Stellen, die so ein bisschen ausgefranst sind. Und die versuche ich jetzt mit Nitroverdünnung so ein bisschen wieder zu richten. Mal gucken, ob es klappt. So, ich bin jetzt immer hingegangen und habe so ein bisschen nachgearbeitet. Also hier an den langen Geraden alles super. Ja, hier an den Rundungen ist die Farbe noch ein bisschen feucht. Da habe ich auch nochmal nachgearbeitet. Ja, hier und da sind so ein paar Stellen, die jetzt nicht hundertprozentig geworden sind. Aber ich finde, vom Gesamtergebnis her lässt sich die Linierung durchaus sehen. Hier die Linie auch nicht ganz gerade getroffen. Vom Abkleben her, ja, also es ist keine hundertprozentige Lösung, definitiv nicht, ist aber eine professionellere, als dieses Dekorband einfach nur zu nehmen, weil es sich halt immer wieder aufwellt und ja, nicht schön aussieht. Das, wenn es jetzt trocken ist, ist dauerhaft. Natürlich mit den Jahren wird sich da wieder auch eine Veränderung ergeben und ein bisschen abgenutzt werden, aber ich finde, vom Gesamtergebnis her echt gut.